Neulich sagte ein langjähriger Anwender zu mir: Was willst du denn noch ändern? Patchwork ist doch eh perfekt. Wenn ich das Programm mit den Mitbewerbsprogrammen vergleiche, dann denke ich mir, Patchwork ist wirklich komplett. Und doch sind es immer wieder kleinere und sogar größere Wünsche, die auftauchen bei mir und auch seitens unserer Anwender. So dürfen wir mit der Version 2.18 einen neuen Stand anbieten, der tatsächlich noch einmal einen ordentlichen Schritt in Richtung Verbesserungen und sogar Neuerungen gegangen ist. Viel Spaß beim Überraschen lassen! Beginnen wir mit den Verbesserungen, aber nur mit den interessantesten. Typewriter Scrolling, also das sanfte Rollen, bei dem der Text immer in der Bildmitte steht, kann im Schreibfenster und im puristischen Modus mit dem Tastenkürzel Alt-GR plus T oder Alt plus Steuerung plus T ein- und ausgeschaltet werden. Weiters wird das sanfte Scrollen zur Mitte nun auch beim Vorlesen verwendet. In Gedanken laufen die Bilder meiner Kindheit und Jugend wie ein Film ab, der im Zeitraffer dahin rast und bei bestimmten Sequenzen kurz langsamer wird, dass ich sie deutlich sehen kann. Wenn sie nicht weiter am Ausbauen sind. Bei der Suche im gesamten Projekt bei Klick auf eine Trefferszene und beim Weiterblättern in der Suche. Requisiten-Timeline. Die Sortierung der Requisiten erfolgt standardmäßig nach deren Reihenfolge in der jeweiligen Requisitenliste. Nun kann man über diese neue Funktion sowohl die Standardsortierung überschreiben, als auch bestimmte Requisiten für die Anzeige ausblenden. Bilder bei E-Books. Bilder werden im Text angezeigt, aber in Wirklichkeit nur als Platzhalter für die Bilder im Text eingetragen, während die Bilder selbst in einem Bilderverzeichnis vorgehalten werden. Da für den Druck hochauflösende Bilder verwendet werden sollen und bei E-Books aus mehreren Gründen kleine, kann man nun die jeweils kleinere Variante der Bilder in einem zweiten Ordner für E-Book-Bilder anlegen. Das geht zum Beispiel sehr einfach über einen Batch-Job des Bildbetrachters OpenView. Kreativport. Man kann optional die Farben der Figuren anzeigen lassen. Außerdem kann man sich nun bei Klick mit gedrückter Steuerung-Taste auf eine Figur anzeigen lassen, in welchen Szenen sie vorkommt. Der Korrekturmodus, von Word bekannt als Verfolgung von Änderungen, kann nun per Shortcut mit Alt plus C ein- und ausgeschaltet werden. Ersetzungen und Requisitenkürzel sind im Autorenmodus möglich und man kann als Lektor Standardkommentare hinterlegen, die man per Doppelklick abrufen kann. Der Korrekturmodus von zu Patchwork Autor bzw. Lektor ist eine tolle Sache, unter anderem auch, weil die vorherigen Versionen in der History ja erhalten bleiben. Man kann also auch später einsehen, durch wen, was, wie geändert wurde. Bändeverwaltung. In Patchwork kann ja ein Projekt beinahe beliebig groß sein und mehrere Bände beinhalten, was für Reihen mit denselben Protagonisten und Requisiten überhaupt sehr praktisch ist. Für zum Beispiel den kapitelweisen Austausch oder die Ausgabe zum Lektorat oder als PDF-Druck oder E-Book nur bestimmter Kapitel kann man per Knopfdruck Bände aktivieren, deaktivieren, beziehungsweise alles außer einem Band aktivieren, deaktivieren.
Schmuckschriften und Kapitelstartseiten können bezüglich der Optik in einem Buch schon ganz schön was hermachen. Die neue Option ermöglicht, eine eigene Kapitelseite zu gestalten, ohne dass die Kapitelüberschrift gedruckt, jedoch das Kapitel trotzdem ins Inhaltsverzeichnis aufgenommen wird. Und nun zu den absoluten Neuerungen. Mit einem Knopfdruck kann man ja ein Projekt komprimiert anzeigen lassen und auch in diesem Zustand bearbeiten, also verschieben, Teile aktivieren und deaktivieren und so weiter. Diese Ansicht heißt Outline. Nun gibt es auch die Option, die Outline-Ansicht auszudrucken. Dann gibt es als Ergänzung zu den To-Dos, den kleinen Post-its im Text, die Möglichkeit, Memos anzubringen. Memos sind in der Kapitelübersicht rechts bei den Requisiten, im Pitch und im Epigraphentext szenenbezogen. Das heißt, sie werden nur bei der Szene angezeigt, bei der sie erfasst wurden. Entsprechend werden sie bei den Requisiten, also Figuren, Schauplätzen und Objekten, nur bei der entsprechenden Requisite angezeigt und im Kreativboard nur bei der jeweiligen Instanz. Natürlich gibt es auch eine Liste aller offenen Memos mit der Option, zu dem jeweiligen Memo zu springen. Sehr praktisch finde ich persönlich die Schreibhistorie, mit der ich mir einen persönlichen Wunsch erfüllt habe. Patchwork merkt sich intern die letzten 30 Szenen mit den Orten, wo man zuletzt etwas geändert hat. Mit Alt-GR plus Z oder Steuerung Alt plus Z kann man nicht nur schrittweise zurückspringen, sondern auch von anderen Eingabeorten zum letzten Änderungsort gelangen. Das ist praktisch, wenn man etwa in der Timeline, der Outline-Ansicht, dem Kreativboard oder den Requisiten schnell mal was nachsehen wollte und dann zurück an den aktuellen Tatort will. Direkte Einsicht der Historie ist via Alt-GR plus H auch möglich und mit Doppelklick zu der entsprechenden Stelle zu springen. Nun wurde auch seit langem das geplante Vorhaben umgesetzt, ein Glossar zusammenzustellen. Das gibt es nun und es beinhaltet ungefähr 150 Begriffe aus Patchwork im Speziellen bzw. der Buch- und Verlagswelt im Allgemeinen. Mit Links im Text gelangt man direkt zu den entsprechenden Hilfeseiten. Schließlich gibt es noch ein sehr interessantes Tool zur Textverbesserung, und zwar die Wortanalyse. Das Tool basiert auf der Idee der Forschungen, die im Buch der Bestseller-Code dargelegt werden, aus denen hervorgeht, dass spezielle Muster in Texten auf einen bestsellerträchtigen oder gegenteiligen Stil schließen lassen. Eine Erkenntnis, die sich mit vielen Anregungen aus Schreibratgebern deckt. Die ehemalige Wörterliste wurde von Grund auf neu erstellt und mit nun der Möglichkeit, alle Wörter zuerst auf ihre Grundform zu reduzieren, sie nach Häufigkeit zu sortieren und nach Typen einzufärben. Die Farben gehen von konstruktiv, das sind Grüntöne für Verben und Substantive, über neutral, grau für Pronomen, Präpositionen und so weiter, bis zu destruktiv, Rottöne für Adverbien
und Adjektive. Die 25 schwächendsten Adjektive, wie unter anderem äußerst, höchst, etwas, ziemlich, werden am intensivsten rot hinterlegt. Erfolg der Analyse kann man per Doppelklick gleich direkt zu den gewünschten Wörtern springen, um eventuelle Korrekturen vorzunehmen. Optional kann man Text aus Dialogen für die Analyse ausklammern, da man ja dort eher nach dem Mund schreiben sollte, was die Analyse verfälscht. Als Vergleich, wo man mit seinem eigenen Text liegt, können bei Bedarf die ersten 220 Wörter aus der Analyse von Hemingways Haben und Nichthaben angezeigt werden. Eine sehr aufschlussreiche Gegenüberstellung. So, das waren die Highlights neben über 40 weiteren Änderungen und natürlich auch wieder Bugfixes. Wer eine Patchwork-Lizenz ab Anfang Oktober 2018 erworben hat, kommt kostenlos in den Genuss dieser neuen Version. Wer Patchwork früher orderte und bereits ein Upgrade-Abo gebucht hat, ebenfalls. Für alle anderen bucht ein Abo, denn je perfekter euer Schreiben unterstützt wird, umso mehr macht es auch Spaß. Weiterhin viel Freude beim Geschichtenbefreien mit Patchwork. Tschüss!